Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein wie Altblatt mit Thorsten von wtoss.de. Und nachdem wir letztes Mal schon so weit gekommen sind in der Burg, machen wir jetzt direkt weiter. Ja, du kannst den Schwierigkeitsgrad des Spiels jederzeit über das Optionsmenü anpassen. Ja, das hatten wir schon, aber nee. Zu schwer wollen wir es nicht machen, wir wollen es auch nicht zu einfach machen, also spielen wir auf der gleichen Stufe einfach weiter. Ja. Ah, darfst jetzt auch gerne ein bisschen voran machen, genau. So. Das war wieder... Ach, Gottchen. Ach, die psychedelische Musik wieder. Wo ist er denn? Hm? Und wie ihr seht, wir sind immer noch in der Burg. Da tropft Wachs runter. Komm, komm. Komm noch, komm noch, komm noch. Hm? Jupp. Du nicht mehr. Meine Güte! Das kann doch nicht so schwer sein, oder? So, wir haben zwei Signale. So.
Vielleicht kommen wir mit der Knarre jetzt ein bisschen weiter. In der Zwischenzeit schon mal nachladen wieder. Jo, mach mal. Habe ich dich jetzt endlich erwischt? Ja, jetzt habe ich dich erwischt. Komm, komm. Alter Schwede, ist das eine Knarre? Ich will die auch haben. Mhm. Aber ich denke mal, das dürfte es gewesen sein. Endlich, endlich, endlich. So, da geht's weiter, aber da. So, wir gucken erstmal. So, ja. Steht da? Steht Pisa? Okay. Das Essen. Escher, okay. Auch irgendwelche Sachen. Gucken wir einfach mal. Medical Shop brauchen wir nicht. Man merkt, wir haben hier ein wenig aufgeräumt. Ja, gucken wir mal. Naten. Da kamen wir ja jetzt her. Ich will da runter.
Hallo, ich will da runter. Offensichtlich passt, du schönes Spiel. So, da war ich. Hier auf der Seite war ich nicht. Ich bin ja auf der anderen Seite hergegangen. Ja. Hier ist ja auch Essen. Meine Güte, essen die hier viel. Auch nichts. Was mir hier aufgefallen ist, im Vergleich zum Vorgänger, es sind momentan sehr wenig Story-Elemente. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich wirklich schade. Und... ja, endlich. Ja, also das finde ich... Im Vergleich finde ich das wirklich sehr, sehr schade, dass wir nur sehr wenige Story-Elemente haben. Geht's hier irgendwo weiter? Wo kommen die Schüsse her? Okay. Aber das finde ich auch ein bisschen seltsam gelöst, oder was heißt, seltsam würde ich das jetzt nicht nennen, aber wenn man ein bisschen aufmerksam ist und die Musik im Hintergrund hört, dann merkt man auch, okay, immer dann, oh, lecker Brezeln, immer dann, wenn die stressige Musik aufhört,
ist die Gefahr auch automatisch vorbei. Und das finde ich ein bisschen schade, dass der Spieler auch schon merkt, okay, zu dem Zeitpunkt ist die Gefahr gebannt. Anstatt die Musik im Hintergrund dauerhaft laufen zu lassen, was ich persönlich viel ansprechender finden würde. Ja, das... Ja, also da muss ich wirklich sagen, das würde ich viel ansprechender finden als alles andere. Andererseits kann ich die Entwickler da auch verstehen, dass die dann auch sagen, okay, wir machen das Spiel. Wir zeigen den Spielern dann aber auch halt den Weg schon, okay, dann kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren. Muss man nicht gutheißen, kann man aber gutheißen. Das mag jedem selbst überlassen sein. Jetzt ist so die Frage, wie geht's hier weiter? Hi. Und... So. Ich wusste es doch. Warum frage ich eigentlich? Hier oben eine Treppe. Gewesen.
Und meint ihr, soll ich den angreifen? Wechseln wir schon mal. Also haben wir uns doch entschlossen. Einzugreifen. Ich denke mal, ihr wolltet das auch so haben, ne? Schön! Zu weg? Ja. Nein! Jetzt aber! Thank you.
Sind hier irgendwelche Medipacks? Medipacks, ich brauche euch jetzt ganz, 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 ganz dringend. Scheiße, 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 Scheiße. Sind hier keine Medipacks? Ja. Ich würde vorschlagen, wir beenden diese Episode, nachdem wir jetzt auch mitgekriegt haben, okay, es funktioniert einfach nicht. Ja. Und dann würde ich mal so spontan sagen, bis zur nächsten Folge, also bis morgen. Tschüss.